Du musst echt alles mitnehmen. Du musst alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So, der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ja. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Herr Willkohlen, komm hier. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen und 250 für den anderen. Viel Spaß damit und gib nicht alles auf einmal aus. 500! Und ich hätte 300 sagen können. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Gut, so, warte mal. Ach, die hat ja hier nur... Nee. So, warte. Wer hatte denn jetzt, Ach, wo gab's denn jetzt hier Schwerter? Technik. Pah. Denn hier nochmal die... War das Alrik? Ach, weißt du was? Port mal eben kurz hier rüber. Kostet ja nichts, mal eben darüber porten. Wobei, die Schwerter gab es bei den Berserkern, ne? So, mein Freund, es ist wieder Zahltag. Da du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Na, was hältst du davon? Bist du doof? Boah, ey. Wieso muss ich dem jetzt Kohle geben? Hier, hast du die Splitter. Sehr schön. Ich werde es den Duke wissen lassen, wie artig du gezahlt hast. Dann mal viel Spaß im Vor. Spacken. Jetzt hole ich mal alles wieder. So, komm mal her. Zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. So. Kettenschwert. Stärke und Geschicklichkeit habe ich schon. 26 ist der Schaden. Was ist denn ein Reaper? Eine Zweihandwaffe. Okay. Und dafür habe ich jetzt bezahlt. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Sind das die einzigen Händler hier? Geil, er arbeitet hier. Na großartig.
Noch einer, der glaubt, bei uns gäbe es was umsonst. Du hast Glück, dass du kein Berserker bist. Die haben mir schon mehr als genug Ärger gemacht. Genau wie die verdammten Kleriker. Ja, ich habe nicht vor, Ärger zu machen. Ich habe nicht vor, Ärger zu machen. Das will ich auch hoffen. Wir haben mit den anderen Fraktionen schon genug am Hals. Berserker, Kleriker. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Ja, die Kleriker wollen eure Männer? Die Kleriker wollen eure Männer? Natürlich. Die Kleriker haben doch totale Nachschubschwierigkeiten, was neue Rekruten angeht. Wusstest du das nicht? Aber dass sie unsere Männer kriegen, können sie vergessen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Denk daran, wenn du hier bist. Ist klar. So, Achso. Bullet draußen vor den Toren braucht Verstärkung. Scheiße, ich habe es geahnt. Wir brauchen die Männer eigentlich hier im Lager. Wie viele Männer braucht er denn? Er sagt so viele wie möglich. Er sagt so viele wie möglich. Mit der Information kann ich nicht anfangen. Ich werde ihm 2 Männer schicken. Das muss reichen. Okay. Was müsste man tun? Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Nicht so hastig, Grünschnabel. Wen wir hier ins Fort aufnehmen, entscheide immer noch ich. Wenn du hier mitmachen willst, musst du mir erstmal deine Loyalität beweisen. Ich wollte doch tu nur einkaufen. Alles, was ich dir sage. Beweise, dass du erfahren genug für den Job bist. Und vielleicht gebe ich dir einen Platz in unseren Reihen. Ach ja. Du solltest natürlich auch nicht mit den anderen Gemeinschaften wie den Klerikern, den Berserkern oder den Separatisten paktieren. Letztere sind besonders gefährliche Gesellen. Du weißt doch hoffentlich, von wem ich rede. Ja, natürlich. Separatisten sind die ausgestoßenen Alps, die in den Ländern der freien Menschen ihre eigenen militärischen Ziele verfolgen. Ja, genau. Jetzt verstehen wir uns. Okay. Angenommen, ich schließe mich euch an. Dann wirst du wie jeder als Läufer anfangen, sofern du genügend Erfahrung mitbringst, sodass wir dich auch gebrauchen können. Nur weil jemand die Muskeln spielen lassen kann, wird er nicht gleich zum Vollstrecker ernannt. Das Privileg musst du dir erst erarbeiten. Aber dafür garantiere ich dir, wird es sich auch lohnen, wenn du dir den Arsch für uns aufreißt. Je höher du stehst auf der Karriereleiter, desto besser ist die Ausrüstung, die dir zur Verfügung gestellt wird. Das ist überall gleich. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Wenn hier jemand Scheiße baut, dann regel ich das schon. Du solltest dich also lieber gut mit mir stellen. Apropos gut stellen. Du könntest direkt mal damit anfangen. Ich habe ein Problem, bei dem ich einen Außenseiter gut gebrauchen könnte. Aha. Wofür brauchst du meine Hilfe? Ich brauche jemanden, der unbekannt ist. Jemand, den die Hauptmänner hier im Lager nicht auf dem Radar haben. Einige der Hauptmänner sind unzufrieden. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Unter Geiern der Wüste. Wegen der Hauptmänner. Wer sind sie? Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Fort. Und um Mad Bob. Er nennt sich selbst der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen an. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner, aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Okay. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Das macht Die Leute haben Spaß. Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie ihr krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Mhm. Was ist mit Blake? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht.
Der kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Okay. Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für den Allergrößten. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Anscheinend will er sich das vor unter den Nagel reißen. Aber ich sag dir was, er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Duke kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist. Ja, das dauert aber noch. Wo er hingehört. Das wird noch dauern, mein Freund. Wo ist das Problem mit Mad Bob? Mad Bob? Ja, der ist ein Fall für sich. Also die Fakten sind die. Er liefert nicht mehr. Er ist Oberaufseher für unsere Schrottlieferungen. Aber es kommt kein Schrott mehr an und ich weiß nicht warum. Dann frag ihn. Du musst verstehen, so einfach ist das nicht. Bob ist ein lieber Kerl, aber er kann... Naja, du wirst ihn kennenlernen. Ich befürchte, dass er nicht mehr liefert, weil niemand mehr für ihn arbeiten will. Wenn du es schaffst, dass Mad Bob wieder liefert, verspreche ich dir eine fette Belohnung. Ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Wenn du dich um alle Hauptmänner gekümmert hast, würde ich es in Erwägung ziehen, dich bei uns aufzunehmen. Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Duke vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Alles klar. Ja, aber das wird später stattfinden. Das wird später stattfinden. Wir müssen erstmal hier alles erledigt kriegen. Und das heißt, so, die Hauptmission ist erstmal egal. Refugium der Separatisten. Okay. Ach, vogelfrei gehört auch dazu. Nee. Das Gesetz der Bewerber. Alter. Okay. Ich muss immer noch leveln. Und jetzt habe ich vergessen, hatte der Rüstschmied da auch Waffen? Wo war denn der jetzt? Nordwestlich. Ist in Ordnung. Ja, ich weiß. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Aha. So, jetzt wird ein Schuh draus. Warum wollt ihr mich eigentlich immer verarschen? So. Auf 36 Geschicklichkeit komme ich nicht. Kriegerschwert. Sag mal, Leute, warum wollt ihr mich denn? Plus 8.
verdammte Technik. Halt's Maul. So. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Ey. Wo ist denn der Schmied jetzt? Sowas hätte ich auch gerne. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, ich weiß. So, was haben wir denn hier? Alter, du willst mich doch echt verarschen. So, das einfache Hornschwert. Habe ich plus 6 Schaden. Und was ist das Hornschwert Nummer 2? Da brauche ich aber noch. Da muss ich aber noch richtig leveln. Ja gut, aber das wäre doch erstmal schon mal was. Was du dann hast, ne? So. Und dafür im Gegenzug würde ich dir verkaufen. Meine alte Schrumpelaxt. So. Und meine beiden Eisenstangen. Und wer kein handwerkliches Talent besitzt, kann sie auch einfach verkaufen. Aber vielleicht brauche ich das später noch. Das nimmt mir ja keinen Platz weg. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, das wissen wir doch. Wo ist jetzt mein Schwert? Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Schwert ist besser als ein Schild. Alter, bist du doof? Schwert ist besser als eine Axt. So. So, Duras, wir müssen Aufgaben erfüllen. Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. So. Und zwar müssen wir jetzt so langsam mal...
Was ist das? Sestak, okay. Hier bin ich ja schon mal gescheitert. Idiot. Ah. Irdor. Ja, Irdor war ich ja schon. Der braucht aber immer noch Essen, ne? Oder? Genau. Ich habe 8 von 50. Ja, super. So, weißt du was? Wir reisen jetzt mal hier in die nächstgroße Stadt und berichten dem guten Herrn mal das Relikt. Das heißt, wir reisen nach hier. Und dann gehen wir jetzt mal eben in die... Mal eben, sagt er. Alter, mach bloß keine Fehler. Hier ist doch nichts. Hier waren wir doch schon. Wir haben Falk oben am Dach. Und wir reisen jetzt zum Relikt. So, dafür suchen wir uns die Straße da. Und dann immer auf der Straße geradeaus. Was meinst du? Die haben uns immer noch nicht gesehen. Vielleicht sollten wir einfach vorbeirennen. Alles gut? Tja. Wir sollten abhauen. Komm, weg hier. So, weiter. Schon wieder nicht gesehen. So, wir holen jetzt Ragnar erstmal die Informationen, die er braucht. Dadurch lösen wir wahrscheinlich mehrere Quests auf einmal.